Mein Name ist Peter Pitsch und wir befinden uns hier im Süden Dänemarks in meinem kleinen Ferienhäuschen, ungefähr 300 Meter vom Wasser entfernt von der Ostsee. Dieses Häuschen habe ich schon vor 25 Jahren erworben, zusammen mit meiner Frau Jette. Und in Dänemark lebe ich mittlerweile schon seit 35 Jahren. Das ist eine lange Zeit und geboren bin ich ja in Deutschland, in der Kleinstadt Herford. Und bin dort ausgezogen, bzw. weggezogen mit meinen Eltern, als ich 16 Jahre war. Dort dann in Gütersloh die 10. Klasse besucht und vollendet, der Realschule. Und irgendwie war da nicht viel los in diesem Kaff, wo ich gewohnt habe, außerhalb Gütersloh. Und das hat mich immer wieder nach Herford zurückgezogen, obwohl das ja auch nur eine Kleinstadt ist, aber immerhin war es meine Heimat und mein Freundeskreis, der sich dort befand. Und als ich dann 18 war, bin ich also ganz aus Deutschland raus. Ich bin erstmal nach Berlin gezogen. Das war ja damals zu der Zeit noch ein Teil, lag noch mitten wie eine kleine Insel in der DDR. Und fühlte sich ja auch so an wie ein Ausland. Da war ich einige Monate und dann bin ich fast direkt von da aus nach Amsterdam gezogen, habe dort gewohnt, ein Jahr lang. Und nun ja, da habe ich so einige Erfahrungen gemacht, leider auch mit Drogen und ich bin auch einige Monate im Gefängnis gesessen, aufgrund meiner Stupidity. Und als ich dann endlich wieder frei war, wohnte ich einige Zeit in Bielefeld. Aber da ich irgendwie nichts mit mir anzufangen wusste, ich hatte keine Ambitionen, keine Ziele, bin ich weitergezogen und zwar nach Rom, nach Italien. Und zwar zusammen mit meiner damaligen Freundin, einer Italienerin. Und wir haben dann tatsächlich fast 5 Jahre lang in Rom gelebt. Und dort habe ich als Schauspieler gearbeitet, habe in 12 Filmen mitgespielt und einer Theatertournee, da sind wir über ganz Italien gereist, haben, ich weiß gar nicht, wie viele Orte ich da besucht habe, also wir haben sicherlich so 30 Shows veranstaltet innerhalb einiger Monate und ich war zweimal auf Sizilien, zweimal auf Sardinien und dann alle Städte, die man sich so ausdenken kann überhaupt, Pisa, Genua, Florenz, Bologna, oh, ich habe alles, wirklich alles gesehen, das war eine schöne Zeit. Allerdings auch nicht ganz einfach, denn man braucht ein gewisses Nervenkostüm, um jeden Abend auf der Bühne zu stehen oder zumindest ziemlich oft auf der Bühne zu stehen. Und dann von einem Ort zum anderen zu reisen und immer wieder in Hotelzimmern zu leben. Das hatte zwar einerseits, wie gesagt, viel Erfahrung, mich bereichert mit vielen Erfahrungen. Andererseits war es natürlich auch, wie gesagt, es war ein Theaterstück, La Traviata, wo viel getanzt wurde und Mimik. Ich hatte zum Beispiel keine Sätze zu sagen, ich musste aber tanzen mit der Prima Ballerina und das hat eigentlich auch ganz gut geklappt und das war, wie gesagt, in den 80er Jahren alles. Dann habe ich auf der Piazza Navona meine spätere Frau kennengelernt, Jette. Mit der bin ich 89 nach Kopenhagen gezogen. Da habe ich dann 10 Jahre gelebt. Und in dieser Zeit ging es eigentlich seelisch nicht so gut. Ich hatte viele Probleme mit den Nachbarn und mit den Leuten generell und der Einstellung. Und das, was am Anfang noch als Erleichterung wahrgenommen wurde, also von Rom in eine mehr modern ausgerichtete Umgebung zu kommen, das hat mir eigentlich sehr gut getan am Anfang. Und dann hat es aber umgeschlagen. Ich habe viele Probleme gehabt mit den Menschen dort, hatte keine Ruhe mehr, saß manchmal auf Friedhöfen, um mich überhaupt mal zurückziehen zu können. Während ich also ganz konsequent daran gearbeitet habe, an meine schriftstellerischen Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Ich habe dort also viele Texte verfasst und diese dann Verlagen angeboten und das ist dann immer wieder zurückgekommen. Damals war das nicht so einfach, da musste man kopieren wie ein Wahnsinniger. Und dann hat man diese Kopien dann weggeschickt an Verlage und wenn man keine Beziehung hat und vielleicht war ich auch noch etwas unerfahren und mir fehlt auch noch ein bisschen das Know-how,
da kam ich also nicht allzu weit und ich glaube, ich habe hunderte von Manuskripten verschickt und das war natürlich auch eine ziemlich kostspielige Angelegenheit damals. Ich glaube, wir haben teilweise 1 Kronen pro Kopie bezahlt, die wir dann in der Post, im Posthaus damals haben machen lassen. Und in der Zeit hat meine Frau mich unterstützt, ja, und wirklich daran geglaubt, dass es irgendwann mal kippen würde. Aber ich musste irgendwann weg aus der Stadt, aus Kopenhagen. Und wir haben ab und zu mal ein Ferienhaus gemietet in einer Siedlung, Marielyst heißt das, im Süden Dänemarks. Und da hat es mir immer so gut gefallen. Es war so ruhig. Ich konnte mich konzentrieren und war endlich mal frei von Stress. Und irgendwann haben wir uns dazu entschlossen, ein Ferienhaus zu kaufen. Das war damals sehr billig. Und zwar in einer anderen Gegend, nicht weit von Marielyst entfernt. Und das haben wir also immer noch, dieses Häuschen. Und da befinde ich mich gerade. Und da konnte ich mich dann endlich mal auch wirklich verbessern, Schriftstelleres. Und meine, da kommt gerade ein Reh vorbei. Durch die Tür kann ich das sehen. Das ist auch die Besonderheit an dieser Lage hier. Man ist wirklich weit weg. Man muss aber auch aufpassen, dass man nicht zu sehr als ein Siedler und Eigenbrötler dann landet. Und deswegen ist es auch gut, dass man dann auch mal wieder rauskommt und andere Sachen sieht. Jedenfalls habe ich hier viele, viele Geschichten geschrieben und dann gab es einige Verlage, die mich auch unterstützt haben, aber da hatte ich Pech. Der eine ist sang- und klanglos untergegangen, da ist der Verleger krank geworden und hat sich einfach völlig zurückgezogen, ohne ein Wort zu vermelden und war plötzlich verschwunden. Und mit ihm meine 3 Ausgaben, Buchveröffentlichung in reiner Zeit. Ein anderer Verleger ist leider gestorben, kurz nachdem ich ein Buch da herausgegeben habe. Das war auch so ein Ein-Mann-Unternehmen. Also man sieht schon, es ist sehr, sehr schwer, überhaupt Fuß zu fassen. Und dann im Jahre 2011 habe ich es endlich geschafft, im Breiten Verlag ein neues Zuhause zu finden. Dafür bin ich sehr dankbar. Und das hat dann wirklich eine ganze Reihe Möglichkeiten in Bewegung gesetzt. Ich wurde wieder motiviert, habe mich wirklich nochmal verbessert. Und dann seither sind, glaube ich, 18 Bücher erschienen in diesem Verlag und das ist einfach fantastisch. Und das ist ja eine relativ kurze Zeit und da hat sich viel getan und da sind auch Kunstbücher erschienen. Und das wiederum hat dazu geführt, dass ich vor 6-7 Jahren, das Reh ist immer noch da, müssen wir gleich mal filmen, dass ich vor 6-7 Jahren eine Kunstgalerie eröffnet habe im Städtchen Nyköping und da wohne ich auch fest. Aber ab und zu zieht es mich auch immer wieder mal in meinen Ferien aus. Da kann ich wirklich ganz relaxed mal andere Dinge in Angriff nehmen und mich mal ganz von diesem ganzen Müll, den man so im Fernsehen und in den Nachrichten erfährt, zurückziehen. Denn einiges in dieser Welt, da wird mir wohl jeder recht geben, ist ja wirklich verrückt. Und was ich so in Deutschland mitbekomme, wer da alles auf die Barrikaden geht und gegen dieses und gegen jenes ist und was für Leute da teilweise Unterstützung finden. Aber gut, ich möchte jetzt nicht über Politik reden, sondern über Literatur. Man könnte sich auch fragen, habe ich denn begonnen, überhaupt Bücher zu schreiben? Und das hat sich zugetragen, als ich 16 Jahre alt war. Da habe ich mich mit einem Kumpel in Paris aufgehalten. Und eines Tages sind wir in der Metrostation gewesen und haben auf die Ankunft der U-Bahn gewartet. Und da lag, plötzlich habe ich gesehen, ein Notizbuch auf einem dieser Plastiksitze. Das habe ich aufgenommen und mal reingeguckt. Und das war ausgerechnet in deutscher Sprache verfasst. Man stellt sich vor, ich war ja in Paris 10 Meter unter der Erde. Und der Eigentümer war nicht auffindbar. Und dieses Buch habe ich an mich genommen. Da stand leider keine Adresse drin. Und das waren so Notizen, teilweise auch ein bisschen Lyrik. Obwohl es alles sehr schwer zu lesen war, hat das für mich irgendwie das war ein Auslöser. Von da an habe ich dann meine eigenen Gedanken immer aufgeschrieben und auch begonnen, Gedichte zu verfassen. Und das war so irgendwie Ende der 70er Jahre, das ist ja Ewigkeiten her. Aber das hat sich dann weiterentwickelt. In Italien bin ich nicht so zum Schreiben gekommen, aber wie gesagt, dann in Dänemark, dann ging das, also da hat sich das wirklich für mich soweit herauskristallisiert, dass ich das unbedingt machen wollte. Und wenn ich meine Frau nicht gehabt hätte, die mich unterstützt hat, obwohl es mir ja auch teilweise nicht gut ging zu der Zeit,
Ich glaube, ich hätte nicht viel zustande gebracht und ich wäre wahrscheinlich auch irgendwie ganz anders wieder, ganz woanders gelandet. Aber meine Frau und ich, wir sind heute noch zusammen und ich bin ja sehr dankbar, dass sie diese Zeit damals mit mir überstanden hat. Und wie gesagt, es gibt so einige wenige Begegnungen im Leben, die wirklich eine große Bedeutung für einen haben und die das Leben eines Menschen beeinflussen. So zum Beispiel neben meiner Frau auch die Verlegerin des Breiten Verlags. Und dann habe ich auch einige Ausstellungen gehabt mit meinen Gemälden und Kunstfotos, die ich immer wieder brauche für Illustrationen meiner Bücher. Und das habe ich schon seit dem Jahr 93, eigentlich seit meiner allerersten Buchveröffentlichung, damals nur in einem anderen Verlag, wie gesagt, habe ich immer wieder illustriert und selber alles auch Coverarbeit und so weiter, alles selber gestaltet. Und das hat sich dann im Laufe der Jahre auch entwickelt und mittlerweile male ich viele Gemälde und ich habe auch schon einiges verkauft, also Gott sei Dank, denn man muss ja auch seine Miete bezahlen. Und ich mag gerne diese Kombination zwischen Texten und Bildern. Diese beiden Elemente zusammenzufügen mitunter halte ich für eine sehr spannende Aufgabe, denn ich bin auch der Meinung, dass die Literatur eigentlich irgendwie ein bisschen ins Hintertreffen gerät. Wenn man zum Beispiel auf die sozialen Medien zurückgreift und sieht, was da geteilt wird, das sind dann immer die optischen Elemente. Wenn ich einen Text bei Facebook beispielsweise veröffentlichen würde, ich glaube, das würde kein Mensch interessieren. Wenn ich aber ein schönes Foto dabei platziere, dann kann ich wenigstens davon ausgehen, dass Leute sich das angucken. Obwohl es noch sehr zweifelhaft wäre, ob die Leute dann auch den Text dazu lesen. Nur so ist es leider. Heutzutage als Literat hat man es sehr schwer. Als Künstler eigentlich etwas leichter. Sonst würde das ja auch mit meiner Galerie nicht funktionieren. Und das war's eigentlich. Ich möchte eigentlich nur noch auch darauf hinweisen, dass ich neulich eine erotische Novelle veröffentlicht habe, die heißt Zufällige Begegnungen. Allerdings ab 18. Denn da kommen einige Szenen vor, die nicht für das Publikum gedacht sind. Und dieses Buch ist auch im Breiten Verlag erschienen und man kann das im Internet recherchieren. Und ich wäre sehr dankbar, wenn da mal jemand einen Blick hineinwirft. Auf Wiedersehen!